Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Scalable Top 10. Scalable Top 10 ETFs. Wir haben vor einer Woche schon mal die ersten vier meistbesparten Indizes, nicht die meistbesparten ETFs. Die Konkurrenz kann ihre Hausaufgaben dann schön alleine machen. Aufgezählt und haben euch aus unserer Sicht Produkte gezeigt, die diese Indizes besonders gut abbilden. Zum Beispiel der HSBC MSCI World ETF, um nochmal darauf hinzuweisen, was in der letzten Folge so passiert ist, die ihr in der YouTube-Bibliothek findet. Der zweite Teil, der geht ein bisschen in andere Regionen, sowohl nach Asien, nach Nordamerika und auch in einen anderen Markt, der gerade auch für jüngere Anleger besonders spannend ist. Und um den geht es jetzt in den nächsten 45 bis 60 Minuten in der neuen Folge von Echtgeld TV. Herzlich willkommen nochmal dazu. Und jetzt geht es wie immer los mit dem guten alten Bekannten Christian und natürlich auch dem Disclaimer. Naja, also der alte Bekannte ist ja der Disclaimer, ich bin der Gute, aber der Disclaimer, der darf zumindest am Anfang mehr reden, selbst wenn es durch mich ist, denn natürlich auch heute gilt, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können keinerlei Haftung dafür übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr wieder wo findet? Natürlich in der Echtgeld TV Lounge. Also, wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt, meldet euch an www.echtgeld.tv. Kostenlos zum Beispiel die ETF-Porträts aus dieser Sendung als PDF herunterladen und natürlich auch die Einladungen zum Livestream und nach der Sommerpause auch wieder zum Q&A nach dem YouTube-Livestream bekommen. Und ebenfalls natürlich dabei, wenn wir schon über die Top 10 Scalable Sparplan ETFs Teil 2 sprechen, der Scalable Broker mit den beiden Depotmodellen, entweder ganz flexibel im Freebroker 1 Euro pro Order oder Brokerage im Abo 2,99 pro Monat bei 12 Monatsbindung und dann unbegrenzt handeln, unbegrenzt investieren und vor allem unbegrenzt besparen. Denn das ist das wesentliche Thema, nicht nur, weil wir heute die Hitparade dazu haben, sondern weil es eine Neuerung gibt, nämlich ab sofort alle Aktien und ETF-Sparpläne bei Scalable kostenlos und das schon ab einem Euro. Insgesamt über 4.000 Aktien und mehr als 1.500 ETFs, demnächst sogar 1.900 davon. Und wir zeigen euch ein paar sehr beliebte Optionen aus diesem sehr, sehr breiten Segment. Genau, denn wenn ihr dazu noch nichts gefunden habt, dafür sind wir da und da können wir auch wieder sagen, jetzt nochmal dabei sein, jetzt nochmal zusteigen, jetzt nochmal in das Karussell des ETFs-Angebot einsteigen. Wir haben euch 6 plus ein Produkt vorbereitet, in das ihr sparen könntet. Und wir beginnen den zweiten Teil mit einem meiner absoluten Liebchenprodukte. Deswegen, weil wir da in Small Caps investieren. Und das ist extrem beeindruckend, was iShares hier auf die Beine stellt mit dem MSCI World Small Cap ETF. 4.453 Aktien sind in diesem 2 Milliarden schweren ETF enthalten. Und natürlich klingt 0,35% für gebührenverwöhnte Anleger zunächst mal nach einer ganzen Menge. Aber macht euch da bitte auch klar, dass 4.400 Aktien eben auch in irgendeiner Form verwaltet werden müssen, auch wenn die nicht alle 4.453 Aktien dann wirklich im Bestand haben. Aber den großen Teil davon haben sie eben. Und dass es eben nur dann funktioniert, wenn iShares mit diesem Produkt in irgendeiner Form auch Geld verdient. Das sollten sie hier tun. 2 Milliarden ist ja schon mal eine ganze Menge. Aber aufgrund auch der sehr, sehr breiten Aufstellung von Werten ist man hier eben auch so unterwegs, dass man an der Gebührenschraube ein bisschen stärker drehen muss. Deswegen 0,35%. Aber man wird satt entschädigt. Denn beim Chart könnt ihr etwas sehen, was wir so ohne weiteres in der Regel nicht sehen. Wir haben hier einen
Index, der aus sehr, sehr vielen kleinen Unternehmen besteht, wo Industrie im Vergleich zum MSCI World 8% höher gewichtet ist, wo Technologie, IT 10% niedriger gewichtet ist als beim MSCI World. Und die kleinen Small Caps schaffen es im Vergleich zum Jahr 2008 trotzdem 275% Performance zu machen und nicht nur 223,1, die wir beim MSCI World sehen, sondern sie schaffen es eben auch mit einer nahezu gleichartigen Volatilität stärker zu wachsen und mit einer breiten Aufstellung mit Unternehmen, die man zum ganz großen Teil noch gar nicht gehört hat, denn Entegris, Bilkom, Nuance, Quanta Services und Repligen, da weiß ich nicht mal, ob ich es richtig ausgesprochen habe, die mit 0,2% gewichtet sind, die kenne ich persönlich nicht. Und trotzdem haben es diese und die 4.448 anderen Unternehmen, die da immer noch mit dabei sind, trotzdem geschafft, hier eine tolle Outperformance zu generieren, was das alte Mantra von James O'Shaughnessy, dass langfristig Small Caps eben Mid- und Large Caps outperformen, untermauert, und zwar sehr schön untermauert. Ja, das ist ja nicht nur O'Shaughnessy, das ist ja inzwischen also wissenschaftlich auch vielfach als nachvollziehbarer Faktor belegt, nämlich dieser sogenannte Size Factor, Small Cap Prämie, Liquidity Prämie oder wie immer man das auch nennt wissenschaftlich. Da gibt es unterschiedliche Ausdrücke für, aber am Ende die Aktien kleinerer Unternehmen haben besonderes Potenzial. Natürlich, sie können einerseits stärker wachsen, andererseits gibt es eben eine Prämie dafür, dass die Liquidität in diesen Märkten häufig deutlich eingeschränkt ist. Und dafür wird man belohnt, wenn man sich das zutraut. Und das kann man mit diesem ETF en bloc machen. Was hier extrem wichtig ist bei diesem ETF, du hast das ein bisschen schon anklingen lassen, immer mit dem Vergleich zum MSCI World, ist wirklich komplementär zum MSCI World. Denn der MSCI World, das haben wir in der ersten Sendung ausführlich erläutert, hat Large Caps und Mid Caps. Das heißt, das, was wir hier drin haben, diese 4.453 Aktien im Index beziehungsweise im Fonds, 3.428 dann als Stichprobe, das reicht, um die Wertentwicklung abzubilden bei diesen Größenordnungen. Das sind wirklich Aktien, die im MSCI World nicht drin sind. Das heißt, wenn ihr beide Produkte habt, MSCI World und MSCI World Small Cap, habt ihr keine Überschneidung. Und überschneidungsfreies Investieren ist hier wahnsinnig wichtig, damit ihr wirklich diversifiziert und nicht nur einfach nach Gießkannenprinzip streut und wild Produkte allokiert, sondern es ist wichtig, das Ganze gezielt zu machen. Und hier überschneidungsfreie Small Cap ist genau so eine Beimischung. Und naja, Tobias, gestatte mir nochmal eine kurze Anmerkung zu den Kosten. Da bist du ja so ein bisschen drauf rumgeritten, so Hilfe, ja, 0,35. Ja, 0,35 erstmal für diese Leistung. Es ist schon mal eine großartige Sache. 3.428 Aktien in diesem ETF, das handelbar zu machen. Das Ganze übrigens ja auch mit einem relativ geringen Spread. Und man muss das mal in Relation setzen, zum Beispiel zu den etablierten größeren Aktien. Nämlich, wir haben über den MSCI ACWI gesprochen, auch in der ersten Sendung, All Country World. Und da gibt es einen Fonds von Spider und ist ja auch keine schlechte Fondsgesellschaft. Da ist alleine der mit den großen Aktien bei 0,40. Das ist natürlich extrem teuer. Hier sehen wir Small Caps für 0,35. Guckt ihr an, was Small Cap Fonds häufig im aktiven Bereich kosten. Und da sieht man einfach auch, dass man als Anleger davon profitiert, dass BlackRock eben so groß ist, dass sie so skalieren können auf dieser Plattform. Denn sonst wäre es nicht möglich, ein solches Produkt für 0,35% anzubieten. Das sollten auch anknüpfend an die letzte Sendung immer diejenigen berücksichtigen, die sagen, hey, BlackRock ist die dunkle Macht, die haben viel zu viel Macht, weil sie viel zu viel Geld verwalten. Ja, nein, weil ich das Thema ja immer wieder herangetragen kriege, die Diskussionen dazu habe auf Twitter. Ich bin ja Aktionär des schwarzen Felsens, der dunklen Macht. Aber man muss halt einfach sagen, diese Größe ermöglicht es, solche Produkte auch dann zu solchen Konditionen anzubieten. Das ist ein anderer Vorteil. Und gerade für diejenigen, denen überschneidungsfreies Investieren wichtig ist, und das sollte es sein, es ist ein ganz hervorragendes Produkt. Und ich glaube, wir nehmen nicht zu viel vorweg, Tobias, wenn wir schon mal sagen, das Ding, was ja auch schon mehrfach bei uns in Sendungen vorgekommen ist, ist bei uns beiden in der persönlichen Top 3, die wir euch am Ende
dieser Sendung vorstellen. So sieht's aus. Und wir freuen uns übrigens auch darauf, wenn ihr jetzt beim zweiten Teil seid und euch vielleicht schon die gesamten Unterlagen heruntergeladen habt und uns jetzt noch zuhört, was wir eigentlich zu den einzelnen ETFs so erzählen, wenn ihr in den Kommentaren auch eure Top 3 ETFs einfach mal reinschreibt. Und es dürfen auch gerne welche sein, die in dieser Sendung gar nicht stattgefunden haben. Und wenn sie nicht stattgefunden hat, vielleicht schreibt ihr noch eine kurze Begründung dazu, dann wird's auch für andere besser verständlich. Insbesondere, wenn eine WKN mit dabei steht. Also von daher nutzt gerne die Möglichkeit, hier auch mit anderen Anlegern zu diskutieren und eure Ideen mit einzubringen, denn die habt ihr ja und die sind mitunter auch sehr spannend und sehr, sehr gut. So, also von daher, von diesem absoluten Top-Produkt kommen wir jetzt zu zwei ETFs, die sich auf Märkte beziehen, die in den letzten 10, 15 Jahren richtig enttäuschend gelaufen sind. Wir sind bei den Emerging Markets angekommen und da seht ihr schon beim ersten Bild der iShares MSCI Emerging Markets, das ist die blaue Linie, die, naja, man kann nicht mal sagen, läuft hinterher, weil auch am Ende dieses Chart seht ihr, dass der MSCI World neue Höhen erklimmt und der MSCI Emerging Markets so ein bisschen hin und her wedelt und dann den Kopf zum Ende und zur Sendung hin eben eher senkt. Und wir hatten das schon bei dem Part, wo wir über den All Country gesprochen haben, angesprochen, dass der MSCI, dass die Emerging Markets dafür verantwortlich sind, dass es diese Underperformance vom All Country gibt. Und hier sieht man es nochmal ein wenig deutlicher. Ja, das ist natürlich sehr, sehr enttäuschend gewesen. Man darf nicht vergessen, für einen wirklichen Langfristanleger, also in der Zeit 2003 bis 2007 hat man mit Emerging Markets richtig viel Spaß gehabt. Auch in der Erholung nach der Finanzkrise lief es zunächst sehr, sehr gut. Aber so 2011 bis 2016 haben wir dann doch schon eine sehr, sehr starke Underperformance gehabt. Dann hat man so irgendwie Schritt halten können, Emerging Markets mit den etablierten Volkswirtschaften, aber ohne, dass man die alte Lücke geschlossen hat. Ja, und zum Schluss jetzt, du hast das erwähnt, in den letzten Monaten hängen die Emerging Markets wieder mal durch. Und das ist natürlich insbesondere dem wichtigsten Schwellenland verdanken, in Anführungszeichen, nämlich China. Wir haben ja hier in der Sendung öfter darüber gesprochen, die Maßnahmen, die dort von der Regierung inzwischen ergriffen werden, um, naja, sagen wir, den Kapitalismus ein bisschen nachzujustieren und die Macht einzelner Unternehmen und auch Sektoren zu beschneiden, die drücken natürlich kräftig auf das Sentiment der Investoren. Und China hat halt noch immer im MSCI Emerging Markets einen Anteil von 31%. Und der war natürlich auch noch mal höher, insbesondere als die großen Digitalplattformen, namentlich Alibaba und Tencent, fast doppelt so hoch standen, wie sie heute stehen. Ja, und ansonsten lässt sich bei diesem ETF eben mal wieder das Übliche auch sagen. Wir haben hier ein Produkt mit 0,18% Kosten. Das empfinden wir als ziemlich günstig, denn 1.406 Werte werden eben investierbar gemacht. Und trotz dessen, was sich da gerade in China abspielt, was für Börsianer sicherlich schlecht ist, was, wenn man die Betrachtung der Freiheitsrechte an der Stelle außen vor lässt, gesellschaftlich aber nicht unbedingt das Schlechteste sein muss, dann ist es hier eben so, dass dieser Markt oder dass dieser ETF zwar niedrige Kosten hat, aber das alleine reicht eben nicht. Wir wollen als Anleger natürlich auch Performance sehen und das stören solche politischen Störfeuer natürlich massiv. 72% Wertentwicklung, gerade mal 4,1% annualisierter Ertrag seit 2008. Das ist schon etwas, was nicht so besonders prall ist, Christian. Und das wird auch nicht besser, wenn wir das Universum vergrößern. Nee, das wird auch nicht besser, wenn wir das Universum vergrößern. Auch ähnlich wie beim MSCI World ist natürlich beim MSCI Emerging Market, wenn nichts dahinter steht, sind einfach nur Large und Mid Caps drin, also große und mittelgroße Werte. Es sind keine Small Caps drin. Small Caps kann man separat kaufen. Es gibt aber auch was mit Large, Mid und Small. Da muss man dann auf ein Kürzel achten, nämlich IMI, Investable Market Index, also das, was investierbar ist. Damit man das nochmal in den Größenordnungen so
so ein bisschen hinkriegt. Also die klassischen Large-Mid-Cap-Indizes der MSCI-Familie, die wollen so um die 85% Börsenwerte abdecken. Dazu die Immis, die schaffen dann Richtung 99%. Also das ist dann wirklich für diejenigen, die den Markt voll abdecken wollen. Aber auch da bleibt es natürlich dabei. Kapitalisierungsgewichteter Index, die Werte, die dazukommen, sind recht klein. Insofern, die Abweichung kann natürlich nicht sehr groß sein, auch bei den einzelnen Gewichtungen. Wenn jemand sagt, hey, ich möchte Emerging Markets komplett abdecken, dann nimmt man natürlich den IMI. Da ist eben alles drin. Die kleinen Werte sind zuletzt ein bisschen besser gelaufen. Deswegen hat man da auf Jahressicht so immerhin 2 Prozentpunkte Outperformance die letzten 12 Monate. Das kann auch weiter sein. Das macht natürlich Sinn. Wir haben ja auch positiv eben schon über Small Cap und den Small Cap Faktor an sich gesprochen. Und der Vorteil ist auch dafür, dass man IMI hat und nicht nur Large und Mid-Caps muss man nicht mehr zahlen, sondern auch IMI gibt es für 0,18%. Übrigens für den, der es will, dann auch wieder in der ESG-Variante. Allerdings, Tobias, worauf wir nochmal eingehen sollten, ist, wie sich die Emerging Markets insgesamt verändert haben. Denn diese Indizes, die sind ja nicht erst seit heute am Markt. In Emerging Markets konnte man schon vor 15 Jahren investieren. Und ich habe mir mal die Gewichtung angeguckt im MSCI Emerging Markets anno 2006. Und das ist halt wirklich interessant, was dort passiert ist. Denn da sieht man auch die brutale Verschiebung, die Emerging Markets, die Schwellenländer durchgemacht haben an den Kapitalmärkten. Denn das Gewicht Chinas, was heute bei 31% liegt, lag vor 15 Jahren nur bei 12%, hat sich also verzweieinhalbfacht. Taiwan und Südkorea 15-13%, das ist ungefähr gleich geblieben. Indien hat sich im Gewicht mehr als verdoppelt in den letzten 15 Jahren. Dann ist natürlich die Frage, was ist denn dafür weggefallen? Und zwar eine ganze Reihe. Brasilien war 2006 bei 10,7% Gewichtung, jetzt nur noch 5. Russland hatte 10,7%, jetzt nur noch 3,8. Mexiko hatte 6,4%, jetzt 1,9. Und Südafrika war mal bei 8,5%, jetzt nur noch trotz Naspers Tencent 3,1%. Das heißt, wir sehen bei den Emerging Markets einen unglaublichen Schwung raus aus Lateinamerika, raus auch aus den quasi europäischen Emerging Markets wie Osteuropa, wie Russland. Alles auf China, alles auf Indien, alles auf Asien. Und mit einem solchen Produkt, MSCI Emerging Market, ist man natürlich daran automatisch beteiligt, denn der wird natürlich immer gemäß Börsenwerten aktualisiert. Zeigt aber auch, wie sehr doch dieser ganze Emerging Market Sektor dasselbe durchmacht, was wir in den etablierten Aktienmärkten sehen. Eine immer stärkere Fokussierung auf wenige große Märkte. Sieht man auch an den Schwergewichten unter den Ländern. Die Top 5 Länder hatten vor 10 Jahren 56%, heute 75%. Es wird also alles immer mehr verengt, was natürlich unter Diversifikationsgesichtspunkten nicht so dolle ist. Das war vor 10, 15 Jahren ein viel stärkeres Argument für Emerging Markets, als es heute ist. Deshalb Frage an dich, Tobias, braucht man die Emerging Markets überhaupt im Portfolio? Und wenn ja, in welcher Gewichtung? Ja, aus meiner Sicht braucht man sie. Man braucht sie allerdings nicht in der Form, wie wir sie beide hier vorgestellt haben. Wir sind bei dieser Sendung eben schon voll mit Alternativprodukten. Aber wenn ihr bei YouTube in unserem Kanal oder auch bei uns auf der Homepage auf www.echtgeld.tv bei den Wertpapieren mal ein bisschen nachschlagt und da beispielsweise nach Emerging Markets Asia oder nur mal nach Asia sucht, dann findet ihr da genau dieses Produkt, wo es um Emerging Markets, die eben nur im asiatischen Raum sind, ein Produkt findet. Und das wäre das und das wäre der ETF, den ich bei einem solchen Investment in Asien vorziehen würde. Wie gesagt, wir haben ihn hier nicht mit reingebracht, weil wir jetzt die Sendung nicht weiter ausklamüsern wollten und weil wir ihn schon verschiedentlich auch besprochen haben. Aber ansonsten bin ich schon der Meinung, dass dann das in ein ETF
Portfolio mit aufnehmen sollte. Ja, also die Meinung hat der Kollege Kramer exklusiv. Ich persönlich finde den Emerging Markets IMI die bessere Alternative, denn das, also ich glaube natürlich an Asien, alles fein, aber warum soll nicht das, was wir in den vergangenen 15 Jahren gesehen haben, dieser Bedeutungsverlust Lateinamerikas, warum soll sich das nicht aus irgendwelchen Gründen auch wieder ändern? Da bin ich breit aufgestellt mit einem Emerging Markets IMI, der ist jetzt auch nicht mehr so klumpig, nachdem die China-Werte etwas zurückgekommen sind, auf Einzelwertebasis, auf Länderbasis natürlich noch. Also für mich wäre das nach wie vor im Emerging Markets Bereich, gerade bei ETF, das Top-Produkt, das ich an der einen oder anderen Stelle in Asien sehr gerne mit aktiv gemanagten Fonds agiere, habe ich ja hier auch schon in der Sendung erzählt. Und wir haben euch ja auch unter anderem den Asia Smaller Companies von Templeton sowie den Fidelity Asia Pacific Opportunities gezeigt. Die könnt ihr auch beide bei Scalable handeln. Wenn ihr nochmal im Archiv schaut, dann könnt ihr diese Berichte dort finden, an denen sich eigentlich nichts geändert hat. Aber als Gesamtlösung, wenn ich es im ETF-Portfolio habe, wenn ich nicht bewusst sage, nein, ich will da nicht investieren, weil es mir regulatorisch alles zu kritisch ist, wofür man gute Argumente finden kann, wenn man sagt, ich bin doch sowieso mit den etablierten Märkten genügend abhängig vom Wohl und Wehe und der Entwicklung der Schwellenländer, kann man das auch machen. Aber wer Emerging Markets will, ist für mich mit diesem IMI Emerging Markets 0,18% ganz hervorragend bedient. Da sei natürlich noch mal eine kleine Gegenrede auch erlaubt, denn von mir ist dieser Asien-Eindruck eben nicht nur durch das ganze Wachstum gespeist und auch nicht durch die bessere Performance, sondern insbesondere auch durch persönliche Reiseerlebnisse. Wo habe ich die beeindruckenderen Eindrücke? In welchen Ländern nehme ich mehr Dynamik, mehr Motivation, auch mehr Mut war? Und das ist eben im asiatischen Raum. Als ich in Südamerika, Brasilien, Argentinien und Chile bereist habe, war ich schon eher negativ überrascht von dem, wie ich die Menschen da im Vergleich eben zu Menschen in Asien erlebt habe. In Russland bin ich zwar investiert, habe das Land aber noch nicht bereist und nach allem, was man so liest, drängt es sich vielleicht auch nicht unbedingt auf. Also da ist für mich schon nochmal ein etwas stärkerer Unterschied und ich kann das von verschiedenen Reisen eben immer nur wieder sagen. Mich hat extrem beeindruckt, welches Gewusel, welcher Aufstiegswille, welcher Wohlstandshunger in Asien eben da ist und den habe ich nirgendwo anders in der Welt so erlebt und deswegen geht mein Fokus eben eher in den asiatischen Raum bei einem Emerging Markets Investment. Ja, so unterscheidet man sich eben und auch daran seht ihr wieder, es gibt nicht diese eine Wahrheit. Man kann unterschiedliche Standpunkte sehr valide begründen. Entscheidend ist, wenn ihr euer ETF-Portfolio macht, schaut euch einfach an, was in den Produkten drin ist und dann überlegt, was am besten zu euch passt, zu eurer Strategie. Habt ihr eine dezidierte Meinung, weil ihr zum Beispiel schon mal in Asien gewesen seid oder sagt ihr einfach, nee, das ist ein Bereich, den möchte ich mit einem gewissen Prozentsatz, 10%, 15%, 20% abdecken im Portfolio und dann möglichst breit, so wie ich. Ja, ich bin ja noch nicht so viel rumgekommen wie der Kollege Kramer, ja, ich bin ja nie weiter ich wusste, östlich. Dass das noch ich bin ich ja nie weiter östlich gekommen als Dubai, ja, weil ich immer, als man noch reisen konnte, entweder im Mittelmeer rumgefahren bin oder gleich am besten in die USA und in die Karibik, ja. Also ich kann auch zu Brasilien da nichts sagen, aber ich möchte halt einfach die breite Abdeckung haben und suche mir dann für Asien natürlich, das haben wir in der Calpini-Sendung auch gehabt, die Highlights und die kann man auch mit aktiv gemanagten Fonds finden. Highlights sucht ihr euch aber auch beim Sparplan. Und in der Tat, in den Top 10 ist ein Thema, was ich faszinierend finde, was ich auch im ETF-Megatrend-Portfolio hochgewichtet habe, als höchste Gewichtungsstufe mit 20%, mit einem anderen Fonds, dazu kommen wir gleich, aber auch euer Favorit der Scalable-Kunden unter den Top 10, das Thema erneuerbare Energien und zwar, Tobias, mit dem iShares Global Clean Energy ETF, der einzige Themen-ETF, der es in die Top 10 geschafft hat. Ja,
Ja, das hat er und das ist sehr beeindruckend und das ist einer der schauderhaftesten Charts, den man in so einer Sendung eigentlich zeigen kann. Denn der beginnt eben im Jahr 2008. Gut, da platzte gerade, also da platzte noch nicht, aber im Jahr 2008 fing dann einiges an zu platzen. Zum Beispiel das, was im Solarbereich an Blase aufgebaut war. Und dieser Index schafft es tatsächlich, eine Wertentwicklung seit Januar 2008 zu haben, von nicht 40, nicht 20, auch nicht 0. Nein, von minus 42,4% durchgerechnet. 4% pro Jahr hat man verloren. Zwischenzeitlich sah das noch deutlich radikaler aus, denn der maximale Rückgang lag bei beeindruckenden 87,6%. Und die längste Verlustphase sind 164 Monate. Und wer mal nachrechnet, naja, das ist eigentlich die Gesamtzeit, die wir hier haben. Viel Positives ist da, was diesen Gesamtzeitraum anbelangt, nicht zu sagen. Aber wenn ihr euch dann dieses Tal von 2013 bis 2000, ja im Grunde genommen immer noch bis 2019 anschaut, dann täuscht natürlich diese Darstellung in unserem Chart in dem Profil ein bisschen darüber hinweg, dass sich dann schon einiges getan hat. In der Spitze hat er sich dann von den Kursen von Anfang 2019 der Clean Energy, der Global Clean Energy, den wir hier haben, immerhin verdreifacht, um dann nochmal sich selber wieder ein bisschen nach unten zu entwickeln, um ein Drittel zu fallen auf etwa 50% des Wertes. Also von daher, da ist zum MSCI All Country World, der hier als Vergleich eingezeichnet ist, natürlich noch eine ganze Menge Platz. Aber dieses Thema ist eben erst so richtig auch in das Zentrum der Anleger rückt in den letzten 2-3 Jahren. Und im Übrigen auch die Erfolge der Unternehmen kamen auch erst in den letzten 2-3 Jahren deutlich stärker auf. Dennoch fällt hier eine Sache auf, Christian, dass wir hier es mit einem Index zu tun haben, der beim Blick auf die Top-Einzelwerte mit 8,2 und 8,1% zwei Unternehmen drin hat, die eben sehr, sehr hochgewichtet sind, wo der Top-10-Anteil bei immerhin 50% liegt und wo diese beiden Top-Einzelwerte, Vestas und Ørsted, ein Land auf Platz 2 der Gewichtung katapultieren, was wir nicht so oft bei Echtgeld TV in den Top-Ländern sehen. Wir blicken nach Dänemark. Ja, es sind ja auch zwei großartige Unternehmen. Das eine Unternehmen auf der Produktionsseite, sprich Maschinenbau. Vestas stellt eben Windturbinen her. Das andere Unternehmen auf der Energieerzeugung. Ørsted betreibt diese Dinger und liefert dann entsprechend Strom an die Verbraucher. Und damit haben wir eigentlich in diesem Mikrokosmos Dänemark schon die beiden Teile des Index mit erfasst, denn das eine sind Versorger, das andere sind die Anlagenbauer, die sich dann vor allem im Industriesektor widerspiegeln. Aber da ist natürlich auch ein bisschen Technologie, ein bisschen Software und sowas mit drin. Relation 57% bei den Versorgern, der Rest sind die Technologiewerte. Ist also ein bisschen defensiver jetzt geworden, als es früher war. Und wichtig für alle, die diesen Index schon länger besparen. Wir haben das auch schon in der ersten Folge der Sparplan-Hitparade erwähnt. Es kann mal sein, dass ein Index in einem ETF, der schon läuft, ausgetauscht wird oder dass sich das Konzept ändert. Und genau das ist hier passiert, nämlich kurz nachdem wir den iShares Global Clean Energy das letzte Mal hier besprochen haben, Anfang Januar in der Sendung, wurde das Konzept geändert. Es ist ja ziemlich viel Geld in diesen Fonds geflossen worden. Der hatte früher nur 30 Werte. Dadurch kam es also nicht nur zu einer gewissen Klumpenbildung, sondern auch dazu, dass man sehr viel Geld in einzelne Werte stecken muss. Und da hat iShares sich gemeinsam mit S&P überlegt, das muss man breiter aufstellen. Inzwischen hat der Index nicht mehr nur 30, sondern 86 Werte. Das ist also zumindest nach unten hin die Breite etwas mehr geworden. Und du hast es ja schon gesagt, an der Spitze, also die Top 10, 50%, das ist immer noch ein gewisser Klumpen. Man hat diverse Konzentrationslimite eingeführt, damit sowas vielleicht nicht mehr ganz so schnell passiert, wie das, was wir im Januar gesehen hatten. 11%
5% bei Plug Power, was natürlich dann am Hoch sehr schön war, aber dann entsprechend stark auch einen Rücksetzer hatte. Man ist nicht so mit Liebe zum Detail, wie zum Beispiel bei LNG bei einigen Indizes vorgegangen, dass man gesagt hat, man hat so eine außerplanmäßige Realokation, aber man hat zumindest mal gewisse Kappungen bei 8, 6 und 4% gemacht. Man hat gesagt, also insgesamt alle Unternehmen, die mehr als 4,5% haben, dürfen maximal in Summe 40% haben. Das wird jetzt auch hier immer noch knapp erfüllt, wobei das gilt natürlich auch immer nur zu dem halbjährlichen Rebalancing. Das heißt, man hat versucht, das Ganze so ein bisschen zu shapen. Ich persönlich bin ja immer noch der Meinung, es ist ein großartiges Thema. Es ist ein Thema, von dem sehr, sehr viel abhängt beim Kampf gegen den Klimawandel, nämlich, dass wir einerseits die Technologie haben, damit wir Energie nicht mehr dadurch gewinnen müssen, dass wir irgendwas CO2-schädlich verfeuern, und andererseits, dass wir die Technologie und den Willen haben, das Ganze auch zu nutzen, weiter mit Speicherlösungen, mit Netzlösungen, so dass es dann auch wirklich in die Lage kommt, dass es Energie liefern kann und nicht nur für die grüne Galerie ist. Und da ist eine Menge zu tun. Deswegen glaube ich, dass nach wie vor sehr viel Geld in den nächsten Jahren da in den Markt fließen wird. Ich halte es für ein super spannendes Thema, bin allerdings wegen dieser Klumpen der Meinung, es ist nicht unbedingt der beste Index. Ja, und da kommt noch was dazu, denn jetzt holen wir mal den kleinen Motzknüppel raus, und wir sind ja bei einem iShares-Produkt und haben in dieser Sendung ja auch schon gesagt, dass es beeindruckende Leistungen gibt, sehr, sehr günstig geführte Indizes mit 4.000 Unternehmen drin, und dann für 0,35% im Small-Cap-Bereich das Ganze zu machen. Wen das interessiert, der sollte nochmal bei den Small-Caps nachgucken. Aber hier haben wir einen Index, der 5 Milliarden als Fondsvolumen hat, wo 81 Unternehmen jetzt mittlerweile drin sind und wo eine TER von 0,65% anfällt. Also schlechte Performance und hohe Gebühren ist auch sowas, was nicht so ganz optimal ist. Naja, für die Performance können sie ja nicht so viel, aber die Gebühren sind natürlich gemessen an dem, was wir bei anderen Produkten sehen, zu hoch. Das ist natürlich auch tricky zu handeln. Es ist eigentlich immer noch zu viel Geld für diese Indexkonzeption, aber deswegen kann es auch durchaus sein, dass man da nochmal ein bisschen umstellt an der einen oder anderen Stelle. Natürlich der Chart, ja, da kann der Index nichts für. Der Index bildet halt das ab, was tatsächlich am Markt passiert ist. 2008 in erneuerbare Energien einzusteigen, war eine wirkliche aberwitzige Wahnsinnsidee. Das sieht man jetzt im Nachhinein sehr klar. Allerdings Anleger, die 2008 einen Sparplan begonnen haben, regelmäßig eingezahlt haben, auch durch dieses ganze Tal der Tränen gegangen sind, die also dann wirklich 13, 14, 15, 16, als das Ding 90% unter Wasser war, stur jeden Monat ihre Anteile eingesammelt haben. Naja, die sind dann, als es natürlich raufging und all die eingesammelten Anteile das 3-4-fache plötzlich wert waren von den Kursen 2013, 2015, 2017, die haben natürlich dann auch richtig gut verdient. Das ist ein klassisches Thema. Wenn man das macht, dann ist das ein Sparplanthema. Ja, und dann ist es eben auch etwas, wo man lange festhalten muss. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, in welchem Jahr Warren Buffett eigentlich mal darüber geschrieben hat, dass diese lange gleichlaufenden Aktien oder auch ETF-Kurse eigentlich gar nicht so was Schlechtes sind. Weil wenn man dann einfach mal überlegt, man hätte im Jahr 2009 irgendwie angefangen und 10 Jahre, ein Beispiel, wie wir es übrigens auch schon bei der Microsoft hatten, 10 Jahre in einen solchen ETF oder eben auch in die Microsoft-Aktie, die ja auch eine nicht so angenehme Seitwärtsphase hinter sich gebracht hat, investiert, dann ist natürlich das Momentum im eigenen Depot, wenn man zu niedrigen Kursen jahrelang gespart hat und das Ding auf einmal abgeht, brutal. Und deshalb finde ich es geil, dass ihr es macht, Leute. Wenn man recht hat, ne? Also das ist dann schon wichtig. Also dass man nicht nur lange spart, sondern dass man am Ende oder irgendwie so nach 10, 15 Jahren dann einfach auch mal recht hat.
Aber das ist doch die Hoffnung, die wir haben. Wir haben doch die Hoffnung, dass man damit recht hat. Wir haben doch die Hoffnung, dass wir den Klimawandel angehen können, und zwar mit diesem Durchbruch der technischen Lösungen in der Breite. Und ich finde es richtig geil, dass so viele Leute sich dafür entscheiden, da möchte ich rein investieren. Das sind vielleicht auch so Leute wie ich, die sagen, oh komm, nee, also jetzt hör mir mit dieser Nachhaltigkeit und so was auf. Warum soll ich nicht in Tabak investieren? Warum soll ich keine Lockheed Martin kaufen? Ich kaufe einen Standardindex, aber ich investiere in einen Bereich, der wahnsinnig wichtig ist bei diesem Klimawandelthema, wo es nicht darum geht, ach, ist das jetzt gut oder ist schlecht, sondern in die Technologien, die wir brauchen. Ohne die können wir den Kampf gegen den Klimawandel nicht gewinnen. Und es ist mir eine unglaublich sympathische Argumentation. Allerdings der Hinweis darauf, das muss man nicht unbedingt mit diesem Fonds machen. Man kann es auch ein bisschen breiter machen. Wie gesagt, 50% in nur 10 Werte ist mir bei einem so heterogenen Thema, wo wir vom Versorger über den Maschinenbauer bis zum hochspezialisierten Dienstleister à la Sunrun oder zum Softwareanbieter für smarte Netze alle möglichen Sektoren drin haben, ist mir einfach zu wenig. Da möchte ich mehr Breite. Deshalb an dieser Stelle von mir nochmal der Hinweis auf einen Index, den wir auch schon mal hier besprochen haben, sogar zweimal beim ETF Megatrend Portfolio, wie auch bei den US-Infrastrukturmaßnahmen, nämlich auf den Invesco Global Clean Energy, der sich auf den Wilder Hill Index bezieht, der immerhin aktuell 124 Werte hat, stärker im Technologiesektor exponiert ist, die von Tobias so geliebte Gleichgewichtung entsprechend mitbringt. Naja, und der in der Vergangenheit immerhin ein Plus von 40% zustande gebracht hat. Wobei, das ist natürlich dieser Rückblick. Hat man irgendwann ein bisschen weniger verloren. Das ist jetzt nicht das Argument, warum ich diesen Index gut finde, weil er ein bisschen Outperformance hat, sondern das Entscheidende ist das Systematische. Ich habe eine breitere Abdeckung des Themas. Ich habe nicht diese paar Klumpen. Und das erscheint mir für einen ETF-Investor, der bewusst sagt, na, ich will jetzt nicht einzeln in eine Ørsted oder in eine Encavis oder in Vestas oder in Nordex investieren. Ein guter Ansatz. Da kann man doch mal sehen, dieser Gleichgewichtungsansatz hat nämlich auch bestimmte Vorteile. Wenn nicht immer nur die Top-Performer irgendwie abgeschnitten, sondern da wird auch dafür gesorgt, dass das Portfolio einfach schön und breit aufgestellt ist. Was hier so ein kleines Ärgernis für mich ist, wir hatten das ja in der Vorbereitung, wo ich dich auch noch gefragt habe, in Sorge, dass da vielleicht irgendwas bei den Folien durchgerutscht ist. Warum heißen die denn beide Global Clean Energy? Der Impuls ist da zunächst mal zu sagen, dass das ein von wem auch immer berechneter Global Clean Energy Index ist. Und dann sieht man eben einmal den Invesco und dann sieht man zum anderen den iShares, dann sieht man da Kosten und wundert sich so ein bisschen über diese stark differierende Performance und Wertentwicklung. Und eigentlich sind es ja, also allein schon wegen dieser Gewichtungsgeschichte, aber auch wegen der anderen Sachen, die ja immerhin 50% mehr enthaltene Aktien auch bedeuten, deutliche Unterschiede bei dem, was sich hier an Ausrechnung ist. Warum hat man den nicht anders benannt? Naja, du hast natürlich, also bei iShares ist es logisch, das Ding heißt S&P Global Clean Energy Index. Ja, folglich haben sie ihren Fonds S&P iShares Global. Ja. Und bei Invesco darf man nicht vergessen, der Index heißt Wilder Hill New Energy Innovation Index. Puh, das ist erstens verdammt lang. Zweitens, who the fuck is Wilder Hill? Kann aber man New sich fragen. Energy SM, ist doch ja, bei S&P ist ein Riesenbrand, ja. Und Wilder Hill sind halt wirklich mal zwei Personen gewesen, von denen einer noch übrig ist und der macht das Ganze. Das hat einfach nicht so die Strahlwirkung, ist zu lange, da hat man halt einfach so einen Kunstnamen drauf gemacht. Warum man nicht New Energy genommen hat, naja, gut. Wir sehen die Kollegen von Invesco ja demnächst genau. Mal wieder und können derlei Branding-Fragen dann mit ihnen erörtern. Da müssen wir mal nachfragen, denn ändert nichts daran, der New Fonds Energy könnte er heißen. Der Fonds ist gut, aber wichtig auch hier, man braucht hier einen langen Atem. Und wenn ihr das macht, dann genauso, wie wir es in der Rückschau gesehen haben, wir könnten genau in der gleichen Situation sein, dass zwar viel Geld da reinfließt, aber natürlich auch viel schief geht. Es wird viel versucht, dass wir ein langes Tal haben. Aber irgendwann, und das ist die Hoffnung, soll es funktionieren. Und dann, wenn ihr regelmäßig immer und immer wieder ganz stupide einen kleinen Teil von eurem Sparplan da investiert habt, gehört ihr zu den Gewinnern. Genau. Und wichtig halt den kleinen Teil. Das ist nicht so, man sagt, hey, ich packe meine ganze Sparkohle da rein. Nein, das ist das, wenn du sagst, hey, ich habe das Fundament gelegt, ich habe den ersten Stock gemacht, ich habe ein Dach drauf, ja, und jetzt möchte ich noch einen Partykeller haben. Dann
Ist das richtig? Und vielleicht auch für diejenigen, die in den iShares Global Clean Energy sparen im Moment, da mal für sich auch zu prüfen, diese Alternative, die wir jetzt zum zweiten oder dritten, ich glaube zum dritten Mal sogar vorstellen, den Invesco Global Clean Energy, sich da mal anzugucken, vielleicht mal ein bisschen auf beide Websites zu gehen, sich darüber zu informieren. Wir haben schon sehr, sehr oft die Vorzüge der iShares Website genannt, aber auch Invesco stellt gute Materialien zur Verfügung und dann einfach mal zu gucken, welcher passt euch denn besser. Die sind beide auch in dem Premium-Bereich, was euch dann zumindest mal bei irgendeinem Verkauf auch weiterhilft. Die sind auch bei Einzelinvestments für euch beide kostenfrei verfügbar. Aber wir haben hier eben das bessere, aus unserer Sicht, bessere Indexkonzept. Und von daher vielleicht mal überprüfen, schichtet man beim Sparplan, müsst ja gar nicht die anderen Positionen verkaufen, aber zumindest mal den Sparauftrag vielleicht auf das andere Produkt umschichten. Aber ganz da kommt noch richtig eine Wortmeldung von Herrn Rüttel. Nein, das war das Thema, was mir extrem wichtig ist. Das gilt für alles. Wenn ihr hier Anregungen bekommt, könnte ich da was umschichten, dann könnt ihr zunächst mal damit anfangen, den Sparplan, sprich die neuen Einzahlungen umzuschichten. Genau. Vielleicht auch einfach zu readjustieren, bevor man Positionen, die dann am besten auch noch im Gewinn liegen, vielleicht sogar weit jenseits dieser kümmerlichen, unverschämten, nie an die Inflation angepassten Freibeträge, bevor man sowas macht, verkauft. Also da überlegt man x-mal nach, nur weil es irgendwo ein bisschen besseren Fonds gibt. Nee. Aber einfach das Portfolio sukzessive etwas anders aufstellen, indem man einfach den Sparplan mit. Nur nicht einfach so verkaufen, weil jetzt halt Steuern, jetzt halt zwar bei Scalable keine Gebühren dann, wenn ihr im Prime Broker seid. Aber natürlich, der ETF-Anbieter im Handel und so gibt es natürlich dann auch ein Spread. Und warum wollt ihr denn einfach euer Vermögen da so ein bisschen entwerten? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Fonds, dass der iShares Rotze schlecht ist. Ihr könnt es ja weiterlaufen lassen. Aber für das Neue mal überlegen, vielleicht den Invesco zu nehmen. So, jetzt haben wir das Thema Energie hinter uns. Jetzt haben wir das Thema Emerging Markets hinter uns. Und jetzt ist es doch eben auch an der Zeit, sich zwei sehr, sehr wichtige Indizes anzugucken, wo ich versprochen auch nicht über das Länderrisiko mecker, denn das ist quasi Teil der Verpackung. Wir gehen volle Kanne nach Nordamerika. Wir sind angekommen beim S&P 500. Wir haben hier den Invesco ETF ausgewählt. 0,05% pro Jahr an Total Expense Ratio. Eine sehr, sehr geringe Geld- und Briefspanne. Natürlich 500 enthalten Unternehmen, 29% davon sind die Top 10. Da sind natürlich die Aktien, die aus Amerika kommen und bei Frank Batman schon mit dabei waren, auch mit dabei. Da ist auch eine JP Morgan und eine Johnson & Johnson mit dabei. Und das ist vor allen Dingen ein extrem beeindruckender Index im Rückblick. Und der macht eben auch deutlich, warum in der Vergangenheit zumindest auch die hohe US-Gewichtung im MSCI World eher ein Beschleuniger war. Denn die blaue Linie, die ihr hier seht, die ist ja die vom S&P. Und diese Indexlinie in der Net Total Return Variante, die geht so etwa auf 475, während die Linie der Wertentwicklung vom MSCI World nur in Anführungsstrichen natürlich bei 325 liegt. Das ist also kräftig und damit zeigt sich die Überlegenheit seit Anfang 2008 des amerikanischen Aktienmarktes. Aber auch die Daten hat man ja dann auch und auch dieses Bruttosozialprodukt und so weiter hat sich dort besser entwickelt. Auch die gesamtwirtschaftliche Situation in den USA, die sich besser entwickelt hat als zum Beispiel auch in Europa. Ja, also ich mag den S&P 500 sehr, sehr gerne. Es ist für mich ja sozusagen der perfekte Index, auch von der ganzen Sektorstruktur. Der amerikanische Aktienmarkt hat halt den großen Vorteil, dass er sektoral Breite hat und Tiefe hat. Also alles das, was dem deutschen, teilweise aber im Technologiebereich, gerade auch dem europäischen Aktienmarkt fehlt, übrigens auch im Immobilienmarkt ein bisschen, das bietet der amerikanische Aktienmarkt mit 500 Unternehmen kapitalisierungsgewichtet, hat der S&P 500 da einfach einen perfekten Querschnitt. Es ist natürlich immer so, je nachdem, was gerade an der Börse in Mode ist, was besonders stark bewertet wird, haben wir halt eine gewisse Klumpenbildung.
Ausbildung da. Die ist natürlich momentan sehr, sehr stark im Bereich IT. Wir haben 27% IT. Und ich will nur noch mal darauf hinweisen, jetzt sag bitte nicht, naja, das ist ja logisch, weil da sind ja Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Alphabet schon dabei. Nee, so einfach ist das nicht. In den 27% IT, da stecken tatsächlich die Apple und die Microsoft Anteile drin, aber die Aktien von Alphabet und Facebook sind nicht IT, die sind zwar Tech, aber die werden als Sektor einklassifiziert im Kommunikationsbereich. Und Amazon ist auch nicht IT, sondern obwohl AWS das große Geld verdient, sondern Amazon ist als Handelsfirma zyklischer Konsum, bläst also das auf. Insofern, der Anteil von Tech-Firmen ist implizit noch viel, viel höher. Allerdings muss man auch fragen, naja, wer keine Tech-Firma ist, egal ob du eine Industriefirma bist, egal ob du eine Immobilienfirma bist, ob du ein Lebensmittelhändler bist oder ein Lebensmittelerzeuger. Wenn du dich gegen Technologie weigerst, wenn du es nicht einsetzt, wenn du nicht die Digitalisierung mitnimmst, dann wirst du sowieso überholt. Insofern wird früher oder später sowieso jede Firma eine Tech-Firma sein. Und dann einfach zu sagen, oh, da ist mir zu viel Technologie, das ist mir ein bisschen zu kurz gesprungen. Ja, und wen das Thema Technologie jetzt besonders stören sollte, der ist bei unserem letzten ETF, den wir heute besprochen, dann ganz schlecht aufgehoben. Der könnte jetzt eigentlich auch abschalten. Wir würden dann an der Stelle schon mal Tschüss sagen, hoffen aber natürlich, dass ihr da bleibt. Nee, Kollege Kramer. Jetzt will er nämlich wieder zum Nasdaq kommen und will wieder sagen, das ist der Technologieindex. Ja, wie gesagt, Technologie ist alles und warum heißt der Nasdaq Technologieindex? Weil es zunächst die erste Börse war, an der wirklich Technologie für die Quotierung eingesetzt wurde. Ja, der Nasdaq heißt ja nichts anderes als National Association of Security Dealers Automated Quotation. Das ist das System, also diese automatische Quotierung. Deswegen, wegen der Plattform, ist es eine Technologiebörse. Im Nasdaq 100 sind aber nicht nur klassische IT-Firmen drin. Die haben nur in Anführungszeichen 50%. Es sind eben auch Kommunikationsfirmen drin. Es sind natürlich auch Biotech- und Pharmafirmen drin. Und es sind sogar auch Lebensmittelhersteller drin, nämlich zum Beispiel eine Pepsi. Das Einzige, was nicht drin ist, ist Finanzen. Die sind kategorisch ausgeschlossen. Ja, nichtsdestotrotz ist es doch so, dass wir hier den IT-Sektor, den wir ja schon beim S&P auch entsprechend besprochen hatten, hier mit drin haben. Denn IT ist ja auch Kommunikation. IT ist partiell dann eben, oder Technologie ist eben auch partiell zyklischer Konsum. Und im Grunde genommen, also bei Gesundheit wird es hier nicht so sein. Aber Christian, wir hatten ja im Zuge von BioNTech auch schon über quasi die technologische Plattform gesprochen, die mRNA anbelangt. Also vielleicht steht gerade auch der Gesundheitssektor hier noch vor einem Boom bei der Gewichtung durch andere Unternehmen, die an diesem Nasdaq, an diesem Quotierungssystem auch notiert sind und die dann durch Wertentwicklung irgendwann auch A in den Nasdaq 100 kommen und B eben auch irgendwann in die Gewichtung anfangen werden, nach oben zu schrauben. Also von daher bleibt die Technologiebezeichnung schon trotz des lautstark vorgebrachten natürlich bestehen. Auch wenn Christian natürlich mit der Einschränkung, die er gebracht hat, vollkommen recht hat, dass es primär bei der Bezeichnung um das Quotierungssystem geht. Aber wir brauchen uns ja eigentlich auch nur die Top 10 heute anzugucken und wir sehen, was sich da so alles tummelt. Das sah Christian vor einigen Jahren auch noch deutlich anders aus, oder? Ja, das sah natürlich anders aus, zumindest von den Einzelwerten. Aber man muss natürlich sagen, also wenn man sich jetzt dem Nasdaq 100 Index mal nähert aus der Perspektive des klassischen ETF-Anlegers, der sagt, hey, ich möchte eigentlich eine breite Diversifikation haben, dann stellst du fest, dass die Top 5 Werte
Ja, nämlich diese riesen Mega-Überplattformen, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und Microsoft, 41% haben. Ja, da muss man natürlich schon sagen, also Diversifikation ist da irgendwie was anderes und die Top 10 haben dann 55%. Also du hast 10 Aktien und in denen stecken mehr als die Hälfte des Geldes dort drin. Da kann ich natürlich verstehen, wenn der eine oder andere sagt, nee, also ist kein Index mehr, das ist einfach eine Klumpengeschichte und das brauche ich nicht. Allerdings mal ein kleiner Blick in die Historie, dass der Index so ein bisschen klumpig ist, ist nichts Ungewöhnliches. Das kennen wir schon von vor 10 Jahren. Ich habe mal geschaut, wie waren denn die Top-10-Werte vor 10 Jahren, also 2011, und da hatten die immerhin auch ein Gesamtgewicht von 53%. Also zumindest unter den Top 10 hatten wir damals dieselben Klumpen und vor 10 Jahren hatten wir in den 5 größten Werten immerhin auch 39% und diese 5 größten Werte damals waren Apple, Microsoft, Oracle, Google und Intel. Und da sieht man auch wieder, wenn man mal so 10 Jahre zurückschaut, den Vorteil von Indizes. Sie werden einfach aktuell gehalten. Also Oracle und Intel sind keine schlechten Unternehmen, aber sie sind eben nicht mehr in der Liga, wo sie damals waren. Sie sind überholt worden. Man muss sich eben nicht selber darum kümmern, das Ganze aktuell zu halten. Und wenn wir über Klumpen von Einzelwerten sprechen, ja, wir haben jetzt, glaube ich, hier 11% Apple drin, dann verweise ich mal auf den August 2012, musste ich auch heute erst nachschauen im großartigen, kostenfrei verfügbaren Archiv von iShares, wo man die historischen Gewichtungen der ETFs nachsehen kann. Und da gab es ja auch schon 2012 einen Nasdaq 100 ETF. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, im August 2012 war Apple im Nasdaq 100 mit 19,6% gewichtet. Also fast ein Fünftel in Apple. Insofern, wer sagt, also mir ist der Nasdaq 100 viel zu klumpig, kann ich absolut verstehen auf Basis der Einzelnen, aber es ist nichts Neues in diesem Index. Ansonsten ist es aber trotzdem der Tenbagger dieser Sendung. 920% Performance seit Januar 2008. 18,5% annualisierte Performance. Natürlich gab es an diversen Stellen vors Knie, manchmal ein bisschen langsamer wie in 2008 und 2009 oder mal ein bisschen schneller wie Anfang 2020. Aber die Gesamtperformance und auch die Gesamtoutperformance gegenüber dem ja auch schon den MSCI World deutlich outperformenden S&P 500 ist eben sehr beeindruckend. Nur noch mal zur Erinnerung, ihr seht hier die Indexentwicklung in der Net Total Return Betrachtung beim Nasdaq bei über 1000 ankommen. Ihr seht beim S&P 500 bei der Kurve etwa die 475, die wir bei der Besprechung des S&P 500 ja schon hatten. Und nur nochmal zur Erinnerung, der MSCI World würde da ungefähr bei 325 rauslaufen. Und das ist schon hochgradig beeindruckend, was A in diesen beiden amerikanischen Indizes gelaufen ist und wie diese Kapitalmarktexpertise und auch Kapitalmarktorientierungen, die im amerikanischen Denken eben einfach verankert ist. Das ist kein echter Vergleich zu Europa, weil hier ist es so nicht da. Das ist einfach beeindruckend. Das schlägt sich dann eben in solchen dramatischen Wertentwicklungen nieder, die sehr, sehr beeindruckend sind. Wie stehst du jetzt zu diesen beiden US-Barometern, die ja quasi das Ende unserer Hitparade darstellen? Wie stehst du jetzt zu denen im Sparplaneinsatz? Ja, ist schwierig. Also ich glaube ja dann irgendwann will man nicht eine unendliche Anzahl von Sparplänen haben. Also man kann das Ganze ja steuern, wenn man USA groß haben will, würde ich wahrscheinlich dann doch auf einen MSCI World gehen. Dann hat man das im Grunde genommen auch drin. Wenn man jetzt beispielsweise den Van Eck hat, den ich in der ersten Sendung ja präferiert habe, dann kann man möglicherweise da auch nochmal einen Nasdaq 100 mit dazu packen. Generell wären das für mich keine einzelnen Sparplanprodukte, weil ich dann sage, ich hätte so 3 bis 5 Sparplanpositionen, wenn ich sie noch hätte. Und die würde ich dann vermutlich aktuell ja sehr einfach möglich mit Einzelwert-Sparplänen ergänzen. Und vor dem Hintergrund
kann ich euch auch noch mal mit sehr, sehr großer Zuversicht empfehlen, noch mal in die Top-50-Sendung reinzugucken, wo wir auch das Thema Sparpläne für Aktien thematisiert haben. Und auch Sparpläne in Aktien sind ja jetzt kostenfrei ab 1 Euro bei Scalable möglich. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert, wenn die Leute auf einmal 100 Sparpläne mit jeweils 5 Euro im Monat machen. Ich weiß auch nicht, ehrlicherweise nicht so ganz richtig, wie das dann eigentlich kostentechnisch bei Scalable funktioniert. Ich glaube, wir sollten den Erik Potzowait mal wieder einladen und da fragen, wie sich sowas überhaupt rechnen kann. Aber um deine Frage da eben zu beantworten, ist, für mich sind es, also ich finde es tolle Indizes, um Gottes Willen, gar keine Frage. Aber ich würde es dann eben lieber anders lösen. Also ich fand das sehr wichtig, gerade diese eine Erklärung, die du gemacht hast, den gleichgewichteten Fonds und der ja so dieses Grundrauschen mitbringt der Märkte und dazu sagen, also spice it up, mach's ein bisschen pfeffrig und pack ein bisschen Nasdaq dazu. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie ihr Sparplan-Definitionen angehen lässt. Es gibt auch da kein Dogma. Und auch wenn es der ETF-Papst höchstpersönlich spricht, dann es ist nicht ex cathedra, sondern ihr müsst euch damit wohlfühlen und ihr müsst selber herausfinden können, ob es rational ist oder nicht. Und damit, da hilft es immer, sich auch dafür einen Investment Case zu formulieren. Da steckt natürlich auch viel Erwartung mit drin. Ja, also ich habe einen Freund, der sagt, also mein Portfolio ist 50% S&P 500, 50% MDAX. Da ist also beides drin. Auf der einen Seite die global aktiven Unternehmen, so günstig, wie ich es haben kann, nämlich also 0,05 im S&P 500. Günstiger geht's nicht. Und dazu der MDAX. Man könnte auch sagen, man nimmt einen europäischen Small- oder Mid-Cap-ETF, haben wir euch ja auch schon hier öfter vorgestellt, Europa mit drin zu haben, um die kleinen Werte zu haben. Null Überschneidung, gibt ein ganz spezielles Profil. Und man sagt, naja, letztendlich hängen beide sowieso mit an den Emerging Markets, aber ich habe keine regulatorischen Risiken. Ist ein rationaler Investment Case. Und wenn man sich damit wohlfühlt, ist es eine ganz feine Sache. Wenn jemand sagt, hey, ich möchte nur in ein Produkt investieren, ich investiere 20 Jahre und in den 20 Jahren oder 25 oder 30 Jahren geht es mir volle Kanne um Wachstum. Und solange ich überzeugt bin, dass der Handelsplatz, wo Unternehmen, Wachstumsunternehmen aus aller Welt hinwollen, die Nasdaq ist, brauche ich doch nichts anderes und ich setze darauf, dass die Nasdaq weiter diese Strahlwirkung hat, dann kann man auch 100% in den Nasdaq haben. Man sollte sich nur dann immer, wie in jedem Fall, auch mit den Risiken vertraut machen, nämlich mit der Klumpenbildung, aber im Sparplan hat man natürlich den Vorteil, wenn dann so ein Klumpen mal abrauscht, was durch die Fokussierung passieren kann, das ist nach oben gut gegangen, das wird nach unten natürlich auch mit dem entsprechenden Hebel gehen, das haben wir 2000 gesehen, dann kann man weiter Anteile einsammeln. Man muss halt dabei bleiben. Wichtig ist halt nur, guckt auf die Überschneidungen. Wir sehen es leider immer wieder. MSCI World, S&P 500 und Nasdaq 500 und am besten noch irgendein Nasdaq 100 und am besten noch irgendein S&P Information Technology. Das heißt, ja, ich habe ja 5 Fonds. Ja, super. Oder vielleicht noch ein Acqui dazu. Ja, es sind dann 4, 5 Fonds, aber sie haben alle dieselbe Struktur. Schaut euch wirklich an, dass es nicht die Anzahl der Fonds ist, die ihr bespart, sondern dass jeder Fonds, den ihr bespart, ein eigenständiges Profil hat, dass die Überschneidungen zwischen den einzelnen Produkten, wenn ihr mehr als einen ETF bespart, möglichst gering sind. Das könnt ihr relativ einfach überprüfen, kostenfrei sogar mit so einem Tool wie Morningstar X-Ray. Da kann man einfach die WKNs eingeben und sich das anzeigen lassen, das Portfolio durchleuchten lassen, Sektorallokation, Länderallokation, Einzelwertallokation bis ganz unten auf die Ebene von einzelnen Aktien zu sehen, okay, habe ich Überschneidung, habe ich keine. Großartiges Tool, wichtig, um den Unterschied zu finden zwischen Streuung nach dem sozialistischen Gießkannenprinzip auf der einen Seite und systematischer Diversifikation zur Risikoreduktion auf der anderen Seite. Wir wollen das letzte. Jetzt aber Butter bei die Fische, Christian. Deine drei Favoriten, meine drei Favoriten, welcher ETF aus dieser Doppelsendung ist deine Nummer 1? Naja, also ich tue mich mit 3 sehr schwer. Wenn ich ein Dreierportfolio ohne Überschneidungen mache, dann ist es natürlich klar, MSCI World, MSCI Emerging Markets, IMI
und MSCI World Small Caps. Da habe ich keine Überschneidung. Ich habe das gesamte MSCI-Universum abgedeckt. Und wenn ich das ein bisschen nachpfeffern darf mit einem vierten Produkt, dann natürlich der Invesco Global Clean Energy. Man braucht nicht unbedingt meine drei Lieblingsprodukte aus dieser Sendung, von denen ich dann aber nur zwei in der Tat auch investieren würde, wären der FunEgg, den wir in der ersten Sendung hatten, und der MSCI World Small Caps, der eben genau diese, der gleicht die Underperformance des FunEgg in der Vergangenheit mit einer Outperformance aus, dann ist man im Mittel vielleicht auf der gleichen Ebene unterwegs, aber mir ist einmal das Indexkonzept beim FunEgg sympathisch und mir ist auf der anderen Seite, mir sind die kleinen Unternehmen eben sehr sympathisch wegen ihrer historisch festgestellten Outperformance. Und das dritte Produkt, was ich eben hier sehr, sehr spannend und auch gut fand, war die SRI-Variante des MSCI World. Aber wegen der Bevorzugung des FunEgg wären es bei mir eben zwei Produkte, die mir reichen würden. Das SRI-Produkt finde ich da einfach nur sehr gelungen und im Übrigen ja auch performancetechnisch sehr gelungen. Ja, also es ist, ihr seht, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich einen rationalen Investment Case für einen Sparplan zu machen. Das genau solltet ihr machen. Interessant ist ja auch, dass viele von euch das sowieso tun, scheinbar, weil wir stellen ja fest, dass vieles, was man deutschen Anlegern immer so nachsagt, zumindest in dieser Sparplan-Historie bei Scalable in diesen aggregierten Zahlen nicht zu finden ist. Ja, also man sagt ja immer, die Deutschen haben einen Home-Bias. Es wird vor allem der DAX gekauft. Ja, also ein DAX-ETF war nicht dabei. Ein MDAX-ETF auch nicht gut. Der ist natürlich auch teurer und hat natürlich obendrein jetzt das große Fragezeichen. Wie wird der 40er MDAX aussehen? Lohnt der noch? Dazu gibt es dann natürlich auch bei Zeiten eine Sendung. Was auch jetzt nicht dabei war, sind so, selbst auf den unteren Rängen, so alle möglichen wilden Themenindizes. Ja, also man sieht schon, da ist sehr disziplinierter Portfolioaufbau bei vielen drin. Und vielleicht haben wir euch ja auch mit dieser Sendung den eine oder andere Anregung gegeben, gar nicht unbedingt was Neues reinzumachen, sondern euch selber hinzusetzen und euren Investment Case für euren Sparplan mit 1, 2, 3 Fonds, der schon längst besteht, der schon längst läuft, erfolgreich läuft natürlich, also in den Märkten kein Geld zu verdienen, ist sehr, sehr schwierig und es werden auch wieder andere Zeiten kommen, natürlich, aber einfach das nochmal zu überdenken, zu reflektieren und einfach niederzuschreiben, was ihr euch dabei überlegt habt. Und das sind natürlich auch Anregungen, die wir euch liefern wollen, die sind mindestens so wichtig wie das, was wir über bestimmte Produkte sagen. Und damit sind wir am Ende der zweiten Scalable-Hitparade. Diesmal waren es die Scalable Top 10 ETF, die meist besparten Indizes bei unserem Partner, wo ihr ja jetzt sparen könnt, bis der Arzt kommt, ab einem Euro in alle ETFs, in alle Aktien. Ja, glauben wir, ein ganz gelungenes Angebot für euch und eines, was vor einigen Jahren noch schier undenkbar war, dass man solche Möglichkeiten hat. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr in den Kommentaren vielleicht eure Sparplan-Highlights oder eure auch Investment-Highlights, die dürfen es auch gerne sein, hinterlasst. Vielleicht seid ihr aus dem Sparen raus und allokiert jetzt nur noch. Das ist ja auch eine schöne Tätigkeit. Und dann sehen wir uns in den weiteren September, Oktober und November Monaten wieder mit weiteren Themen. Irgendwann kommt auch die nächste Tabaksendung. Irgendwann kommt die Sendung zum DAX 40. Das wird ein Mehrteiler, das können wir jetzt schon sicher sagen. Das werden wir nicht in einer Sendung hinnehmen. Wir haben viele, viele Themen. Freuen uns auf euch, freuen uns auf eure Anregungen und freuen uns, das sei an die Podcast-Hörer, die ja bis zum Ende besonders treu immer dann auch dabei bleiben, nochmal gesagt, wir freuen uns auch über eure Podcast-Lobereien und Bewertungen, wenn ihr da was hinterlasst. Das soll es gewesen sein. Bleibt gesund, bleibt investiert und bleibt Echtgeld TV treu. Bis zum nächsten Mal aus Berlin.